Genau, herzlich willkommen. In meiner Präsentation möchte ich Ihnen zeigen, wieso freie Software perfekt zu Bildung passt und deshalb die erste Wahl sein sollte. Angefangen hat alles mit meiner Maturarbeit am Gymnasium Liestal. Dort war für den Dateiaustausch lediglich ein simpler WebDAV-Server im Einsatz, dessen Einrichtung für viele aber eine Überforderung darstellte. Deshalb wollte ich zeigen, dass es Lösungen gibt, die einfacher und komfortabler zu nutzen, aber dennoch äußerst sicher und datenschutzkonform sind. Eine Open-Source-Software deckt diese Anforderungen optimal ab, denn der Code kann von allen auf Schwachstellen überprüft werden und die Software kann auf einer beliebig sicheren und kontrollierbaren Plattform betrieben werden. Aus dem Vergleich verschiedener Softwarelösungen habe ich schlussendlich Nextcloud als Sieger evaluiert und in einem im Rahmen eines Pilotversuches dann auch getestet mit 3 Schulklassen. Während dem Arbeiten an meiner Maturarbeit bekam ich dann immer mehr Lust, auch mal selbst was zum Code von Nextcloud beitragen zu können. Ich habe gestartet mit kleinen Pull-Requests und wurde dann bald schon persönlich an die nächste Contributor Week eingeladen. Und dort durfte ich spannende Einblicke erleben und viel lernen. Darauf folgte dann eine intensivere Zusammenarbeit, weitere Contributor Weeks und zuletzt dann auch noch im September die Nextcloud Conference. Hier sehen Sie mich an meiner ersten Contributor Week letzten November. Und was ist daran nun digital nachhaltig? Angetönt habe ich es bereits. Nur dadurch, dass Nextcloud Open Source und so offen gegenüber der Community ist, hatte ich überhaupt die Chance, so viel von den Kolleginnen und Kollegen bei Nextcloud zu lernen. Die digitale Nachhaltigkeit besteht also darin, dass gerade Schülerinnen oder Studenten wie ich nur dank Open Source so viel lernen können. Wenn wir nun einen Schritt weitergehen und uns eine Schule vorstellen, die anstatt die Daten ihrer Schülerinnen und Schüler an einen ausländischen Cloud-Provider zu verkaufen, eine eigene Infrastruktur mit Software wie Nextcloud betreibt, dann könnten diese Schulklassen im MINT-Unterricht zum Beispiel direkt den in der eigenen Infrastruktur im Einsatz befindlichen Code analysieren. Oder die Schülerinnen und Schüler könnten selbst kleine Änderungen zum großen Ganzen beitragen. Oder aber sie könnten sogar selbst Erweiterungen, zum Beispiel in Form von Apps für Nextcloud, schreiben. Was aber klar ist, und das darf ich wohl aus eigener Erfahrung sagen, ist, dass es viel erfüllender ist, zu einem großen gemeinsamen Ziel beitragen zu können, als nur für sich selbst zu arbeiten. Ich spiele selbst Cello und auch da macht es viel mehr Spaß, in einem Orchester musizieren zu können, also in einer großen Gemeinschaft, als nur für sich selbst. Klar gehört das für sich alleine üben auch dazu, um das Ziel zu erreichen. Aber nur der Lernprozess ist mit dieser gemeinsamen Motivation viel effizienter und nachhaltiger. Währenddem die Schülerinnen und Schüler lernen, können sie gleichzeitig die Schulinfrastruktur verbessern und optimieren. Und da die Software aber Open Source ist, können davon auch wieder andere Schulen profitieren und umgekehrt. Dank Open-Source-Lizenzierung ist der Zugang zu Code und somit zu Bildung sichergestellt. Und genau deshalb sollte solche Software gerade in staatlichen Bildungseinrichtungen bevorzugt werden.